Prost gegen Senna, Schumacher gegen Häkkinen und später gegen Alonso und Hamilton gegen Nico Rosberg, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Es sind die ikonischen Duelle der Formel 1, über die wir auch Jahre später immer noch reden. Ich persönlich bin mir sicher, Hamilton gegen Verstappen, das ist auch so ein Duell. Zum ersten Mal seit 2018 führt Mercedes nach Monaco 2021 nicht mehr die Konstrukteurswelt an und zum ersten Mal überhaupt in seiner Karriere, kaum zu glauben, führt Max Verstappen in der Fahrerweltmeisterschaft und Red Bull, das ist auch noch ganz interessant, führt zum ersten Mal seit 2013 wieder in der WM. Verstappen gegen Hamilton, Red Bull gegen Mercedes, das ist das Duell, über das man reden muss und das langsam zu einem Kleinkrieg zu eskalieren droht. Warum und wieso, das habe ich mit dem Formel 1-Experten Marc Surer besprochen. 105 Punkte Max Verstappen, 101 Punkte Lewis Hamilton. Ich schaue gerade auf den Punktestand in der Weltmeisterschaft und danach kommt erstmal lange nichts. Dritter dann Lando Norris mit 56 Punkten. Also der hat fast nur die Hälfte von den ersten beiden. Wir reden von einem WM-Duell in der Formel 1 Weltmeisterschaft 2021. Ich rede mit Marc Surer darüber. Marc, ist für dich schon ein Trend ablesbar, wer sich von den beiden dieses Jahr eher durchsetzen könnte? Eher das Verstappen-Red Bull-Paket oder das Mercedes-Benz-Hamilton-Paket, und wenn du schon einen Trend siehst, vielleicht kannst du ihn uns auch begründen. Ich denke, dass das Paket Mercedes das Bessere ist. Auch wenn es nicht viel ist, aber es ist konstanter, die sind auf allen Strecken schnell, als Ausnahme Monaco, aber das ist schon absehbar, dass sie überall eigentlich vorne dabei sind, einfach auch, weil sie Reifenmanagement, alles im Griff haben, wenn man so will. Und bei Red Bull gibt es immer noch so kleine Fehlerchen. In der Qualifikation zum Beispiel, zweimal hätte Max Verstappen auf Pole fahren können, hat es dann aber doch nicht ganz hingekriegt. Aber wenn man jetzt wieder um den Stand der WM anschaut, dann muss man sagen, Hamilton müsste viel weiter zurückliegen, weil die geschenkten Punkte, der zweite Platz in Imola, das war jetzt eigentlich nicht fair. Dass mit einer Runde Rückstand, mit einem Neustart dann plötzlich die Runde wieder weg ist, das ist eigentlich unfair und da muss man das Reglement mal überlegen. Also würde Verstappen schon viel deutlicher führen und das würde natürlich auch ein bisschen Ruhe reinbringen. Jetzt ist alles offen, also ich möchte mich da nicht festlegen. Wir hatten eine News-Headline in Bezug auf Mercedes-Benz nach dem Grand Prix von Monaco, die hieß Monaco ist das neue Singapur. Du weißt, worauf ich anspiele, das war ja früher die Achillesferse von Mercedes sozusagen. Kannst du dir vorstellen, dass dem so ist? Lewis Hamilton hat ja mal geklagt über den langen Radstand, den Mercedes ja hat, der ist für Monaco sicher nicht hilfreich. Dann hatten die mit den Reifentemperaturen dieses Wochenende Probleme. Kann es sein, dass Monaco wirklich ein Spezifikum war und nicht nochmal passieren wird in der Extreme? Also der Mercedes ist ja tatsächlich das längste Auto im Feld und natürlich passt das nicht wirklich nach Monaco. Es ist auch so, wenn du ein langes Auto hast, verlagerst du wenig Gewicht auf die Vorderräder. Es ist wahnsinnig schwierig, die Vorderräder auf Temperatur zu bekommen. Offensichtlich haben sie es dann bis zum Rennen hingekriegt, indem sie wahrscheinlich entweder mehr von den Bremsen her mehr Hitze abgeführt haben in die Felge oder mehr Sturz gefahren haben. Pirelli hat ja 4 Grad Sturz erlaubt. So viel gibt es auf keiner anderen Strecke. Also haben sie da irgendwas umgebaut, das dann aber offensichtlich das Gegenteil erreicht hat, dass die Reifen dann eher abgebaut haben wieder. Also das ist wirklich schwierig, das Auto in die Balance zu bringen, wenn du so einen langen Radstand hast auf dieser engen Strecke. Und deswegen ist das Monaco-spezifisch und ich denke, das Problem haben sie auf anderen Strecken nicht. Jetzt habe ich von Lewis Hamilton zwei Gesichter beobachtet am Monaco-Wochenende. Das eine, das ist das, was alle Zuschauer auch gesehen haben, nämlich das Murren am Boxenfunk, das schon relativ erhitzt war in Teilen. Auch die Kritik am Team, die er geübt hat nach dem Qualifying schon, wo er gesagt hat, es wurde nicht alles getan, was getan hätte werden können. Auf der anderen Seite saß er dann, das hat man im TV leider nicht gesehen, sehr, sehr entspannt und locker in der Medienrunde, die so ein, zwei Stunden nach dem Rennen stattgefunden hat, und hat das da wieder relativ, ja, wie gesagt, entspannt gesehen und da war nichts mehr von Ärger und Groll spürbar. Hast du das Gefühl, Marc, dass bei Lewis Hamilton unter dem Druck von Verstappen jetzt schon ein bisschen die Nerven zu flattern beginnen? Also das hat man eigentlich schon in Imola gesehen, oder? Dass er da Fehler gemacht hat. Da hat er nicht nur einen Fehler gemacht. Also er ist schon, es ist schön, ihn unter Druck zu sehen. Nur, dass er am Funk schimpft, das kennen wir von ihm ja auch schon früher. Er schimpft ja meistens über die Reifen.
Er hinterfragt immer, war das jetzt die richtige Strategie? Oder ich kann mit diesen Reifen unmöglich durchfahren und gewinnt das Rennen dann trotzdem. Also das ist einfach Lewis, der einfach seine Gedanken loswerden muss im Cockpit. Ich glaube, das ist das, dass er einfach raussprudelt, was ihm jetzt gerade so durch den Kopf geht, sollte man nicht überbewerten. Helmut Marko sagt ja immer, unter Druck machen die ja auch Fehler und meint damit Mercedes und Lewis Hamilton. Natürlich stimmst du ihm zu. Ich glaube, die machen grundsätzlich Fehler. Die Fehler waren einfach nur selten, weil sie ja immer genügend Zeit hatten und beim Boxenstopp und so. Aber wenn du jetzt an Bahrain letztes Jahr denkst, wo sie den Boxenstopp da zweimal gleich verhauen haben, da sieht man schon, die machen auch Fehler und das ist ja das Gute. Diesmal haben sie die falsche Taktik gewählt, in Barcelona war es die richtige. Ist ja schön, dass man Mercedes eben diese Perfektion, die man das Gefühl hatte die letzten Jahre, hing halt einfach mit einem überlegenen Auto zusammen. Und jetzt unter Druck, wo man sich beeilen muss beim Boxenstopp und, passieren Fehler. Wenn wir den Blick jetzt nach vorne richten, auf das nächste Rennen in Baku, dann muss man sagen, oder viele Experten sagen, Baku ist das ultimative Rennen für Flexi-Wings. Kannst du uns erklären, Marc, warum das gerade dort so ausgeprägt ist? Der Vorteil, den dieses Konzept von Red Bull bringen würde, mutmaßlich zumindest. Ja, wir haben 2/3 Stadtkurs. Also wir fahren wie in Monaco, so viel Anpressdruck wie irgend möglich möchtest du haben auf den ersten 2/3 der Strecke. Und dann kommt 1,2 Kilometer gerade. Es gibt keinen anderen Stadtkurs, der sowas hat. Und ja, dann würdest du am liebsten eben immer DRS verwenden. Oder dann wünschst du dir einen Heckflügel, der sich runterbiegt und nicht so viel Luftwiderstand macht. Also der flexible Flügel muss in Baku auf jeden Fall ein Vorteil sein auf dieser langen Geraden, weil du dann eben in dem kurvenreichen Teil ein bisschen mehr Flügel fahren kannst als deine Konkurrenz. Jetzt erhitzt sich die Diskussion darum ja auch hinter den Kulissen ein bisschen. Wir reden nicht mehr nur von einem rein sportlichen Duell, sondern nach Monaco hat Toto Wolff gesagt, wenn die FIA nicht schon für Baku diese Flexi-Wings verbietet, beziehungsweise wenn man es ganz präzise formulieren will, die verschärften Belastungstests, die ja schon angekündigt sind, vorzieht, sodass man den Flügel de facto in Baku auch nicht mehr fahren kann. Dann hat Toto Wolff gemeint bei den Kollegen von Sky UK, legen wir einen Protest an, dann befassen sich die Stewards damit und wenn die sagen, das war legal, dann gehen wir auch direkt vor das Berufungsgericht der FIA. Wird aus dem Geplänkel jetzt so langsam richtiger Krieg, Marc? Weil ich hatte ja bisher immer das Gefühl, bisher war noch so ein bisschen Augenzwinkern dabei die ganze Zeit. Ja, ich glaube jetzt schon, nach Monaco ist Ihnen schon klar geworden, dass es ernst ist. Ich meine, die haben zwar mehr Rennen gewonnen bisher, aber man sieht schon, dass Red Bull auf jeden Fall mithalten kann, dass es nicht nur auf einer Strecke war, sondern auf jeder Strecke ist Red Bull mit dabei. Und jetzt fangen sie schon an, sich Sorgen zu machen. Und natürlich, das ist jetzt eine Drohung. Ja, die wollen die unter Druck setzen, weil ich weiß nicht, ob ein Protest wirklich was bringen kann, weil die machen ja nichts Illegales. Man muss eben immer sehen, wenn man was Illegales macht, wie damals Tyrell, der anstatt Wasser Bleikügelchen eingefüllt hat, wenn BAR, die einen versteckten Benzintank hatten und so weiter, dass solche Dinge sind illegal, das ist bescheißen, richtig gehen. Aber hier wird nicht beschissen, sondern das Reglement ausgenutzt, was erlaubt ist, dass die Flügel sich leicht verbiegen, das ist normal. Ein Flügel darf übrigens auch nicht hundertprozentig steif sein, weil ein Flügel würde brechen, wenn er nicht federt. Und deswegen ist das einfach nur eine Frage der Messung. Und wenn die Messung jetzt verstärkt wird, muss man den Flügel steifer machen, okay. Aber es ist ja nicht ein Bescheißen. Die haben ja nicht eine Feder eingebaut oder einen Mechanismus, der den Flügel jetzt plötzlich nach hinten klappt. Also von dem her ist da kein Betrug. Und da kannst du auch als Kommissär kannst du nicht jemanden bestrafen, der das Reglement ausnutzt. Wir haben darüber schon ein bisschen gesprochen im Letzte-Nacht-Video nach Monaco mit meinem Kollegen Stefan Ehlen, wo ich versucht habe, das Thema möglichst einfach zu erklären. Es ist ein komplexes Thema. Ich wiederhole es in ganz kurzen Worten nochmal. Artikel 3.8 des technischen Reglements, der besagt im Grunde genommen, kein aerodynamisches Teil darf sich in irgendeiner Form bewegen. Wenn man das ganz streng auslegt, verstößt damit jedes Auto gegen das Reglement wegen dem, was du gerade gesagt hast, Marc, weil sich jedes ein bisschen bewegen muss. Artikel 3.9 ist dann ein Artikel, in dem festgelegt ist, die ganzen Belastungen
Belastungen und welche Tests angewandt werden, wo sich auch alle einig sind, dass Red Bull die ja bestanden hat. Und Artikel 3.9.9, da gehen wir jetzt nochmal tiefer ins Detail rein, der sagt, die FIA darf, damit man quasi überwacht, dass Artikel 3.8 eingehalten wird, zu jedem Zeitpunkt die Testbestimmungen ändern. Jetzt widersprechen sich die zwei bis zu einem gewissen Grad natürlich, weil einerseits heißt es klipp und klar, ein aerodynamisches Teil darf sich nicht bewegen. Überhaupt gar nicht, das ist auch sehr klar formuliert im Reglement. Auf der anderen Seite ist das natürlich eine praxisferne Formulierung und 3.9 wiederum legt die Toleranzen fest sozusagen. Wärst du jetzt ein Steward, Marc, und da kommt so ein Protest von Toto Wolff daher, ich finde das brutal schwierig zu entscheiden. Wie würdest du argumentieren in so einer Situation? Ein Steward kann nur nach dem Reglement beurteilen. Und wenn das Auto praktisch durch die Abnahme geht und auch durch die Nachabnahme und der Flügel sich nicht mehr verbiegt als erlaubt, können Sie nichts machen. Es sei denn, Sie würden den Flügel auseinandernehmen und einen Mechanismus finden, der praktisch darauf hin zielt, dass der Flügel sich verbiegen soll. Aber das wäre ja dann mit einer Feder drin oder weiß ich was. Also wenn Sie einen Mechanismus finden würden, wo man sagt, okay, da haben sie wirklich was eingebaut, um das Reglement zu umgehen. Aber wenn er nur sich verbiegt, einfach weil er nicht stabil genug ist, dann können sie nichts machen. Das heißt, in Wahrheit geht es für dich um den Vorsatz dabei, oder? Wenn ich dich richtig interpretiere. Das heißt, wenn man Red Bull nachweisen könnte, ihr habt das absichtlich so gebaut, um das auszuloten maximal, dann wird es schwierig für Red Bull. Habe ich dich da richtig verstanden? Also nur, wenn sie einen Mechanismus eingebaut hätten. Also wenn Sie da drin jetzt ein Scharnier finden, ja, das praktisch nachgibt unter bestimmtem Druck. Aber wenn es nur das Material ist, also praktisch einfach das Gesamt, die Befestigung, alles, die einfach dann ein gewiss bisschen nachgibt, dann ist keine Absicht dahinter, sondern es ist einfach das Reglement eben optimal genutzt. Wir hoffen, dass es auf der Rennstrecke entschieden wird und nicht auf dem grünen Tisch. Wenn wir jetzt vorausschauen auf Baku, Marc, Red Bull oder Mercedes, wen siehst du da eher im Vorteil? Ich denke, dass es eine ähnliche Situation ist wie Monaco, wobei für Mercedes ist es sicherlich einfacher, da die Reifen auf Temperatur zu bekommen. Das sind andere Bedingungen. Monaco ist da wirklich speziell. Und auch der lange Radstand dürfte nicht so ein Problem sein, weil wir eigentlich nicht diese Haarnadelkurven haben, sondern ja nur 90-Grad-Kurven. Also von dem her müsste Mercedes wieder vorne dabei sein. Aber ich würde nach wie vor auf Red Bull und natürlich auch Ferrari tippen. Glaubst du, dass Red Bull den Flexi-Heckflügel mit Vorsatz, also absichtlich so gebaut hat? Und tippst du genau wie Marc? Schreib uns einen Kommentar und lass uns ein Like da. Nicht nur, weil es spannend und unterhaltsam ist, mit gleichgesinnten Benzinbrüdern und Schwestern zu diskutieren, sondern weil du damit auch unsere Arbeit unterstützt, wofür wir uns ganz herzlich bei dir bedanken. Wenn du jetzt noch nicht genug hast von Marc Surer, den außerhalb der Schweiz leider nur noch wenige von uns regelmäßig sehen können, dann lege ich dir die Videoübersicht in unserem Channel ans Herzen, denn wir haben in den letzten Tagen mit Marc einige Themen aus der Formel 1 besprochen, was den Grand Prix von Monaco betrifft und den Blick nach vorne auf die nächsten Rennen. Und noch ein Hinweis ganz zum Schluss, das Rennen in Baku, das analysieren wir natürlich auch wieder in unseren täglichen Livestreams von Donnerstag bis Montag immer jeweils abends auf diesem Kanal, immer dann, wenn Formel 1 läuft. Wir sehen uns, bis dann.